Hallo, mein Name ist Matthias Nickel, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich bin in Güstrow geboren und aufgewachsen in Samsdorf, das ist ein kleines Dorf kurz vor Güstrow. Ich habe 2009 in Rostock Betriebswirtschaft studiert und mich dann im Anschluss dazu entschlossen, in das Familienunternehmen von meinem Vater einzusteigen, das ist die Firma Metallbau Nickel. Mein Vater war schon immer Schlosser und hat 1991 in Lüneburg seinen Metallbaumeister gemacht, damit er sich zuerst auf dem Hof bei uns im Ort selbstständig machen konnte. Er hat schon sehr früh mit der Lehrlingsausbildung begonnen, sodass zu seinem Team immer wieder ein Geselle und ein Lehrling dazugehörte und sie konnten kleine Aufgaben erledigen und konnten dann auch das Hallengrundstück, wo wir uns jetzt befinden, entwickeln und die erste Halle bauen. Nach meinem Studium 2009 habe ich zunächst im Büro hier angefangen, um mir alles anzusehen. Und dann galt es erstmal die Voraussetzungen für eine Selbstständigkeit im Handwerk zu erlangen. Das war die Meisterschule. Die habe ich 2013 bei der Handwerkskammer in Rostock erfolgreich abgeschlossen. Für einen modernen Betrieb im Handwerk war für uns die Zertifizierung unumgänglich. Dazu musste der Schweißfachmann noch dran gesetzt werden. Und auch das hatten wir 2015 dann erfolgreich geschafft, sodass wir für Industriekunden, Gewerbekunden, für die Landwirtschaft und für den Privatkunden von nebenan die meisten Aufgaben selbst im Haus erledigen können. Ich wollte schon immer in Mecklenburg-Vorpommern bleiben und schon als kleiner Junge habe ich immer gesagt, oder als Jugendlicher, es können nicht alle weggehen, die Arbeit muss hier auch erledigt werden und auch hier wird es irgendwann gut bezahlte Arbeitsplätze geben, damit wir alle ein erträgliches Einkommen haben und da sind wir auf dem besten Weg hin.